Also, lass mich dir eine kleine Story erzählen. Vor einigen Wochen habe ich mir den Dell P3424 WE gegönnt. Ein beeindruckendes 34 Zoll Ultra-Wide Display, das mit seinem scharfen, klaren Bild mein YouTube-Setup auf ein neues Level gebracht hat. Ich war begeistert von der Farbtreue, von der Klarheit, von den Anschlussmöglichkeiten. Quasi alles, was ich für meine Arbeit gebraucht habe, war da. Aber dann kam der Moment, als ich dachte, ein bisschen geht da noch was. Ihr kennt ja mein Video vom letzten Mal, wo ich erzählt habe, 60 Hertz, 24 Hertz, beziehungsweise 120 Hertz meine ich natürlich. Ich wollte die Magie von 120 Hertz spüren, quasi in Verbindung mit meinem iPad Pro M1. Und wie das dann halt immer so ist, Amazon auf, Monitor suchen und zack, habe ich mir den Dell S3422 DWG bestellt, gestern quasi. Heute wurde der geliefert, habe ihn ausgepackt. Ja, wunderbar, noch mehr curved, aber dann lass uns den gleich mal anschließen, beziehungsweise ich habe ihn dann gleich angeschlossen. Also, die neuen ausgepackt und schnell schon den alten reingepackt in den Karton und ja, den neuen, noch nicht zugeklebt, den neuen angeschlossen, iPad dran, alles angeschlossen, wie es sein soll, stöpsel das Ding an, also iPad das Ding an und dann merke ich, was ist denn da los, was ist mit den Farben, was ist mit der Farbgenauigkeit, was ist überhaupt mit, warum diese ganzen Einstellungen, der andere war Plug and Play, ich habe ihn angeschlossen, angemacht, bumm, fertig, gut. Und der, angeschlossen, geguckt, boah, das Bild sieht ja ultra schlecht aus. In den Kommentaren stand immer nur, boah, super, tralala, Scheuchwall, Gummiball. Aber, das ist ein iPad, vielleicht waren die anderen ja mit ihren Windows-Bombern. Ich möchte keinen schlecht reden mit Windows, Windows ist super. Aber, vielleicht ist das iPad noch nicht gut genug für diesen Monitor, kann ja auch sein. Auf jeden Fall war die Farben schlecht, denn das Seitenverhältnis war zwar 21:9, aber das ganze Bild war breit gezogen. Also das ging, was ist los, habe ich gedacht, das kann's nicht sein. Aber egal, habe ich mir gedacht, ist egal, ich will die 120 Hertz. Doch, da kam auch gleich die Enttäuschung, denn wie ich die Maus bewege, wie ich die Bilder, wie egal was ich mache, ich sehe keine 120 Hertz, ich sehe es doch nicht. Es ist aber ein Monitor, 120 Hertz, das muss doch, was ist denn da los? Ab in die Einstellungen, hinten am Drücken, wie funktioniert der, also wenig intuitiv, also ich bin da gern so schnell dran, das muss funktionieren. Und ja, es bietet nur 60 Hertz, aber warum? Oben in der Ecke hat er mir angezeigt 60 Hertz. Da sag ich, das gibt's doch nicht. Was mache ich denn? Ich habe alles gleich und ich habe mir einen Monitor gekauft mit mit 144 Hertz und der zeigt mir sogar an, dass er nur 60 macht. Aber wenn er mir das anzeigt, dann muss doch was dran sein. Also habe ich was gemacht? Ich habe gegoogelt, ob wenn man ein iPad M1 oder M2 oder weiß der Geier an so einen Monitor anschließt, ob er diese 120 Hertz, die das iPad hat, auch auf den externen überträgt. Und? Nein, macht er nicht. Was habe ich gedacht? Das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich einen Monitor bestellt. Ich habe natürlich vorher nicht gegoogelt, so nach dem Motto, kann das sein, dass das iPad vielleicht doch nicht? Da kommst du nicht drauf. Da kommst du einfach nicht drauf. Also kurz nochmal zusammengefasst. Das Bild war schlecht. Diese HDR-Funktion, also konnte, egal was ich da durchgedrückt habe, das konnte man alles in die Tonne treten. Im Vergleich zu dem P3424 WE. Und keine 120 Hertz. Was habe ich gemacht? Ich habe gleich wieder getauscht. Das heißt, den Monitor, den alten sozusagen, habe ich dann wieder auf den Schreibtisch gestellt, den anderen wieder verpackt und wisst ihr was? Er kam heute an und ich habe ihn heute schon zurückgeschickt. Zum Glück geht das bei Amazon. Aber, also, Katastrophe. Also, da bin ich jetzt wieder, jetzt merke, also der Monitor, den ich jetzt behalten habe, der wirkt unfassbar qualitativer, weitaus mehr qualitativer. Gut, er kostet auch 200 Euro mehr, aber die Bewertungen sagen, dass das ein super Monitor ist. Ich konnte es leider nicht. Gut, ich habe die 144 Hertz nicht gehabt, aber die Farben, der Monitor, den ich behalten habe, der P3424 WE, kommt mir dann schon wie ein Apple-Display dagegen vor. Also das, und Apple, ich glaube sogar Apple hat in diesem iMac auch nur 60 Hertz, also vielleicht will ich einfach nur zu viel. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, jetzt habe ich wieder den alten Monitor und bin glücklich.
Also, meine liebsten Zuschauer, wenn ihr ein iPad habt und es an einen externen Monitor anschließen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun. Ihr sollt nur wissen, 60 Hertz bleiben 60 Hertz, solange das iPad das nicht unterstützt. Und damit ihr diesen Fehler nicht macht, habe ich eben das Video gedreht und schickt es doch an eure iPad-Freunde, damit die diesen Fehler nicht machen. Was ihr machen könnt, ist zu sagen, dass mit einem externen Display das iPad ja zu einer Powermaschine wird. Also es ist unglaublich. Ich habe es mir selber nicht gedacht, aber tatsächlich, je nach Anwendungsfall, wohlgemerkt, man kann Excel vom iPad aus nicht mit einem Windows vergleichen. Aber das jetzt erstmal nicht Thema. Display ist Thema und Display, ja, mit diesem Display bin ich jetzt dann doch super zufrieden. Also es ist schon super, ne, also 120 Hertz geht nicht. Naja, es ist wie es ist. Ich freue mich, dass ich das ausprobiert habe, das durchgemacht habe, jetzt mein Ergebnis für mich habe und jetzt habe ich es euch präsentiert. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, macht den Daumen hoch und wenn ihr Fragen habt, dürft ihr da gerne was kommentieren. Ansonsten, wenn ihr Freunden helfen wollt, dann teilt dieses Video. Bis zum nächsten Mal, meine Liebsten, euer Wojtek.